Das ist das LG V40 ThinQ, was seit kurzem erhältlich ist und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 899 Euro. Das LG V40 hat ein 6,4 Zoll OLED-Display mit recht breiter Notch, aber das Display zeigt natürliche Farben und hohen Kontrast. Insgesamt ist das Smartphone sehr gut verarbeitet. Auffällig ist die matte Rückseite aus Gorilla Glass 5, die sich sehr hochwertig anfühlt. Etwas enttäuschend ist, dass das LG V40 ThinQ ab Werk mit Android Oreo kommt. Da hätten wir bei einem Gerät dieser Preisklasse Android Pie erwartet. LG wirbt mit einer Penta-Kamera. Da darf man aber jetzt nicht von ausgehen, dass es sich um 5 Kameras auf der Rückseite handelt, sondern eine Triple-Kamera auf der Gehäuserückseite und eine Dual-Kamera für Selfies vorne. Bei gutem Licht kann die Kamera insgesamt auch ein gutes Ergebnis abliefern, auch wenn die Kamera zum Bildrauschen neigt. Werden die Lichtverhältnisse schlechter, dann werden die Farben auf unserer Testtafel immer noch ganz gut angezeigt und erscheinen auch natürlich. Die Dual-Selfie-Kamera machte im Test bei guten und bei schlechten Lichtverhältnissen einen guten Job. Die Schärfe der Bilder war insgesamt hoch. Für Leistung sorgt unter anderem Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor. Die Gesamtperformance ist sehr gut. Insgesamt konnten wir im Test ein flüssiges Bedienerlebnis ausmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen.